Spiele sind heutzutage im ständigen Wandel. Einige zumindest. Sie werden durch Patches, Updates, DLCs und Mods erweitert, repariert oder regelrecht gerettet. So ärgerlich es manchmal ist, wenn ein Spiel zum Release nicht überzeugen kann oder sein Potenzial ungenutzt lässt, so schön kann es sein, wenn man ein paar Jahre später zurückkehrt und dann plötzlich genau das Spiel bekommt, das man sich ursprünglich erhofft hatte oder vielleicht sogar noch ein besseres. Von Cyberpunk bis No Man's Sky gab es jede Menge Comeback-Geschichten in den letzten Jahren. Und genau deshalb werde ich auch 2024 einigen Spielen eine zweite Chance geben und bin gespannt, wie sie sich verändert haben. Hier ist meine Liste, schreibt mir aber gerne auch, welchen Spielen ihr in diesem Jahr vielleicht nochmal eine Chance geben wollt und warum. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped, eurem Partner für Männerhygiene. Damit ihr das neue Jahr gepflegt beginnt, hat Manscaped das Performance Package 5.0 Ultra für euch geschnürt. Mit dabei ist der Lawnmower 5.0 Ultra. Der wasserdichte Körperhaartrimmer kommt mit zwei austauschbaren Scherköpfen, sowohl fürs Trimmen als auch fürs Komplettrasieren. Gegen lästige Haare in Nase und Ohren greift ihr stattdessen zum Weed Whacker 2.0. Im 5.0 Paket gibt's zudem noch die Intim Aftershave Lotion Crop Soother und die reibungsmindernde Intim Deo Lotion Crop Preserver. Und obendrauf packt Manscaped noch ein paar Premium Boxershorts und den Kulturbeutel The Shed. Das Performance Package 5.0 Ultra bekommt ihr jetzt mit 20% Rabatt und kostenlosen Versand, wenn ihr auf der Website von Manscaped das Codewort GAMESTAR eingibt. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Als der Ego-Shooter Warhammer 40k Darktide Ende 2022 für den PC veröffentlicht wurde, galt er als große Genre-Hoffnung. Die Tugenden der Vermintide-Spiele sollten auch endlich im Warhammer 40k-Universum aufschlagen und uns ein langfristig motivierendes Koop-Erlebnis mit toller Grafik und griffigem Gameplay liefern. Doch was das Entwicklerteam Fat Shark dann am 30. November 2022 an den Start brachte, fühlte sich eher wie eine Early-Access-Version an, statt wie ein vollwertiges Spiel. Bugs, Performance-Probleme und Schwächen bei den Charakterklassen, der Wiederspielbarkeit, bei der Story und stellenweise auch bei der Missionsvielfalt sorgten für Enttäuschung. Seitdem hat sich aber viel getan. Es gibt neue Inhalte, die Xbox-Version ist gestartet, die Skilltrees wurden massiv überarbeitet und jede Menge Bugs behoben. Ich hoffe, das reicht, damit mich der Shooter dieses Jahr endlich vollends überzeugt, aber auf jeden Fall ist es genug, damit ich dem Spiel nochmal eine Chance geben will. Only a true master, huh? Exactly. These fingers are the pride of Cairo. Das rundenbasierte Taktikspiel The Lamplighters League war mir seit der ersten Ankündigung sympathisch. Das Pulp-Setting, der überzeichnete Look, das grundsätzliche XCOM-Spielprinzip gefiel mir alles richtig gut. Und dann war da auch noch der grandiose Soundtrack, der sofort an Abenteuerfilme wie Indiana Jones erinnert. Doch The Lamplighters League war einer der großen Verlierer von 2023. Das Spiel war ein totaler Verkaufsflop. Kurz nach der Veröffentlichung gingen dann auch das Entwicklerstudio Harebrained Schemes und Publisher Paradox Interactive getrennte Wege. Es gab aber trotzdem noch ein paar Updates und sogar neue Helden. Ich habe The Lamplighters League letztes Jahr aus Zeitgründen leider nur für ein paar Stunden anspielen können, aber mit den neuen Inhalten und den Verbesserungen aus den Updates freue ich mich jetzt auf ein paar hoffentlich spannende Abende, zumal der Titel auch auf dem Steam Deck läuft und ich diese Art von Taktikspiele auch gern auf dem kleinen Display des Valve Handhelds zocke. Flashback 2 ist ein furchtbares Spiel. Bei mir im privaten GameTube-Podcast haben wir es zum schlechtesten Spiel des Jahres 2023 gekürt. Die Fortsetzung des Klassikers von 1992 vergreift sich erzählerisch im Ton, kann spielerisch nicht überzeugen und war zum Release am 16. November 2023 auch noch ziemlich kaputt. Ich hatte schon im Startgebiet nach den ersten paar Quests einen Plotstopper und konnte nicht weiterspielen. Wollte ich dann aber auch gar nicht mehr. Und stände da nicht Flashback 2 drauf, hätte ich das Spiel auch längst schon wieder vergessen. Aber ich liebe das Original und da die Entwickler für 2024 eine ganze Reihe an Updates angekündigt haben, werde ich auch dem neuen Flashback nochmal eine Chance geben. Auch wenn ich hier tatsächlich wenig Hoffnung auf ein Happy End habe.
eigentlich müsste Capcom mal so langsam ein neues Ace Combat ankündigen, aber solange das nicht passiert, spiele ich halt nochmal die Indie-Alternative Project Wingman durch. Die Actionflugsimulation wurde bereits 2020 veröffentlicht und auch wenn es keine so aufwendigen Zwischensequenzen wie bei Ace Combat gibt, kommt das Gameplay und die Inszenierung in den Missionen tatsächlich sehr nah an das offensichtliche Vorbild ran. Ich hatte jedenfalls schon 2020 richtig viel Spaß mit der Kampagne, auch wenn ich mir manchmal ein paar Checkpoints innerhalb der Missionen gewünscht hätte. Warum Project Wingman aber nun nochmal spannend wird? Nun, seit Oktober 2023 gibt es ein Beta-Update zur Version 2.0 des Spiels und dieser Patch überarbeitet unter anderem auch die Lichtgestaltung und andere grafische Aspekte des Flugkampfspiels. Und genau diese Punkte waren im Original tatsächlich ein Problem. In manchen Missionen sahen die Umgebungen wegen merkwürdigen Kontrasten und Lichtstimmungen einfach richtig falsch aus. Auch die Bodentexturen und Wolken waren stellenweise ein Graus. Das hat sich mit dem 2.0-Update tatsächlich geändert. Zumindest in den ersten paar Missionen, die ich bislang ausprobiert habe. Jetzt will ich dieses Jahr aber auch den Rest der Kampagne sehen und hoffe, dass bald die finale Version des Updates erscheint und dann diese Version auch auf die Konsolen kommt, denn da gibt es das Spiel auch. Armor Reforger hat im letzten November den Early Access verlassen und fühlt sich trotzdem noch immer nicht so richtig fertig an. Kein Wunder, die Roadmap an kommenden Features und Verbesserungen ist auch nach Version 1.0 noch ziemlich lang. Trotzdem werde ich dem Spiel dieses Jahr nochmal eine Chance geben, denn jetzt gibt es ganz offiziell Hubschrauber in Armor Reforger und wie wir alle wissen, gibt es drei Dinge, die jedes Spiel besser machen: Mechs, Landungsschiffe und Hubschrauber. Was es leider nicht gibt und auch nie in Reforger geben wird, ist eine Singleplayer-Kampagne oder überhaupt eine offizielle Story-Kampagne. Das ist besonders deshalb schade, weil das Spiel ja eine der Inseln aus dem ersten Operation Flashpoint zurückbringt. Aber für eine neue Kampagne muss ich wohl auf Arma 4 warten. Trotzdem ist Arma Reforger ein spannendes Projekt, weil hier die technische und spielerische Grundlage für Arma 4 entsteht und die ist jetzt schon sehr beeindruckend und gleichzeitig für Arma-Verhältnisse regelrecht zugänglich. Wer also mal sehen will, wo die Arma-Reise hingeht, sollte einen Blick auf Arma Reforger werfen. Ich werde es dieses Jahr auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal tun. So you wanna be a criminal, do you? Der Heist-Shooter Crime Boss galt letztes Jahr als ziemliche Lachnummer. Nicht nur, weil in den trashigen Zwischensequenzen jede Menge teils inzwischen doch schon ganz schön abgehalfterte Actionstars aus den 80er und 90er Jahren auftraten, allen voran natürlich Chuck Norris, aber auch, weil der Shooter gegen den Platzhirsch Payday 2 antreten wollte. Spielerisch konnte Crime Boss dann auch nicht mit Payday 2 mithalten, trotzdem hatte ich letztes Jahr schon überraschend viel Spaß damit, besonders im Singleplayer. Denn während Payday eigentlich nur im Team mit Freunden so richtig gut funktioniert, bietet Crime Boss auch Solospielern ein motivierendes Meta-Gameplay, bei dem man nach und nach eine Stadt erobert, auch mal Angriffe verfeindeter Gangs zurückschlagen muss und sich mit anderen Crime Lords anlegt. Crime Boss war also alles andere als ein sehr gutes Spiel, aber ich hatte schon beim Release überraschend viel Spaß mit den Ansätzen, die da tatsächlich drin schlummern. Seitdem gab es jede Menge Updates, einen Heist-DLC und auch für dieses Jahr sind noch viele Neuerungen angekündigt. Updates, Updates, Updates galore! Crime Boss ist also erstaunlich lebendig und ich will dieses Jahr unbedingt nochmal in die fiktive Gangsterstadt zurückkehren und dem Spiel eine zweite Chance geben. Believe me! Das muerto, cabrón. Dying Light 2 hat eine beachtliche Berg- und Talfahrt hinter sich. Vor dem Release sorgte die holprige Entwicklungsgeschichte für Schlagzeilen und Sorgen. Bei der Veröffentlichung konnte das Spiel längst nicht alle Versprechen einlösen, die in den Jahren zuvor gemacht wurden. Und dann kam der Nachfolger in einigen Aspekten auch einfach nicht an das Seriendebüt ran, sowohl beim Gameplay als auch bei der Technik. Doch seit dem Release von Dying Light 2 hält Entwickler Techland an dem Zombie-Spiel fest und liefert Updates nach. Zuletzt kamen sogar neue Parcours-Features rein, die wir bislang nur aus frühen Trailern kannten. Auch die Performance, Spielbalance und vor allem der Gewaltgrad und die Physik wurden massiv überarbeitet.
Andererseits brachte die Beteiligung des chinesischen Publishers Tencent am Entwicklerstudio Techland auch gleich mal einen Ingame-Shop mit, obwohl das Team vorher noch betont hatte, dass man total unabhängig bleibe. Und tatsächlich muss das eine nichts mit dem anderen zu tun haben, es kam trotzdem nicht gut in der Community an. Für 2024 steht nun aber nicht nur eine große Erweiterung mit neuem Gebiet, sondern auch die richtige Rückkehr der Schusswaffen an. Und auch sonst könnte Dying Light 2 dieses Jahr noch größere Veränderungen erleben, als wir aktuell erahnen. Deshalb werde ich dem Spiel in den nächsten Monaten und nach den nächsten Updates auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Allein schon, weil ich letztes Jahr den Vorgänger nochmal durchgespielt habe und dann direkt vergleichen kann, was nun besser ist. Electronic Arts hat seit letztem Jahr die Lizenzrechte für Rennspiele zur WRC und Codemasters hat statt Dirt Rally 3.0 deshalb auch gleich mal mit EA Sports WRC einen neuen Serienstart abgeliefert. Das umfangreiche Rally-Paket konnte allerdings nicht durchweg überzeugen. Das jüngste WRC-Spiel liefert zwar die bislang längsten Rallye-Rennstrecken der Codemasters-Geschichte, doch in Sachen Performance und Grafikqualität gibt es auch etliche Wochen nach dem Release noch Probleme. EA Sports WRC sieht schlicht nicht gut genug aus, gemessen an den Hardwareanforderungen und der aktuellen Performance auf manchen Strecken. Und trotz vieler Strecken und Austragungsorte kann auch die Karriere nicht wirklich überzeugen. Bislang wirkt vieles einfach noch wie mit der heißen Nadel zusammengestrickt. In Sachen Karrieremodus wird sich da wahrscheinlich auch bis zur Veröffentlichung des Nachfolgers nichts mehr ändern. Was die Technik angeht, habe ich aber durchaus noch Hoffnung auf ein paar Updates. Denn das Fahren an sich macht jetzt schon verdammt viel Spaß und ich will auch 2024 mehr davon. Nur halt gerne mit mindestens 60 FPS. Starfield hat mich 2023 nicht überzeugt, aber das hat mich nicht überrascht. Ich habe die Probleme des Spiels von weitem kommen sehen. Die 45-minütige Präsentation im Sommer 2023 verfestigte alle meine Befürchtungen. Man zeigt doch mal wenigstens eine interessante Quest. Und die Bestätigung kam dann einige Monate später zum Release. Die 1000 prozeduralen Planeten sind ein totaler Reinfall, die Quests viel zu oft beliebig und das Erkundungsgameplay ermüdend. Aber vielleicht ist Starfield noch nicht komplett verloren. Ich glaube zwar nicht an eine Rückkehr im Stil von Cyberpunk, dafür fehlen die Grundlagen, aber ein paar Verbesserungen könnten das Sci-Fi-Spiel schon spürbar aufwerten. Fahrzeuge zum Beispiel. Oder besser nachvollziehbare Platzierung von Inhalten auf den Planeten. Wege zwischen den einzelnen Orten würden ja schon helfen, damit sich nicht alles so irre beliebig anfühlt. Für 2024 sind regelmäßige Updates angekündigt, es soll noch mindestens ein Story-DLC geben und auch in Sachen Mods gibt es immer noch durchaus spannende Projekte. Deshalb werde ich Starfield dieses Jahr nochmal eine Chance geben, aber wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres. To discover what's out there. Jingle. Attention all qualified customers of the colonies. Die vermeintliche Next-Gen-Version des Obsidian-Rollenspiels The Outer Worlds war 2023 eine der größten Technikenttäuschungen des Jahres. Marginale grafische Verbesserungen auf der einen Seite und lächerlich schlechte Performance auf der anderen. Das war einfach kein guter Tausch. Inzwischen gab es eine Reihe an Updates und die Lage hat sich etwas gebessert. Die Performance der Spacer's Choice Edition ist inzwischen akzeptabel, auch wenn es jetzt wieder mehr Objekt-Pop-Ins gibt. Weil ich das Spiel an sich aber sehr mag und nie ganz zu Ende gespielt habe, gebe ich der vermeintlich verbesserten Version dieses Jahr nochmal eine Chance, auch als Einstimmung auf The Outer Worlds 2, von dem wir ja dieses Jahr hoffentlich mal was Neues hören. World War Z von Saber Interactive hat mich seit der Ankündigung fasziniert. Nicht, weil es ein Zombie-Koop-Shooter war oder wegen der Verbindung zum Film, sondern natürlich wegen der Zombie-Horden, die Entwickler hier dank ihrer Swarm-Engine auf den Bildschirm zaubern.
Die Engine wird 2024 auch die Gegnermassen im kommenden Warhammer 40k Shooter Space Marine 2 in Szene setzen. Aber bevor ich auf Tyrannidenjagd gehe, will ich dieses Jahr nochmal alle Episoden von World War Z durchspielen. Der Zombie-Shooter ist nämlich seit dem Release im April 2019 mächtig gewachsen. Es gibt viele neue Story-Kapitel, neue Gegnervarianten und in der Aftermath-Version sogar eine optionale Ego-Perspektive. Und weil ich World War Z dank solider Bot-Unterstützung auch ganz gut allein spielen kann, gebe ich diesem Spiel dieses Jahr nochmal eine Chance. Das Unreal Engine 5 Remake Ark Survival Ascended ist in der Community noch immer umstritten und hat in der aktuellen Early Access Version auch noch jede Menge Probleme. Trotzdem will ich 2024 endlich mal etwas mehr Zeit mit Ark verbringen und da bietet sich die wahnsinnig hübsche Neuauflage natürlich perfekt an. Auch wenn ich Ark Survival Ascended natürlich komplett falsch spielen werde. Ich spiele nämlich Solo und will niemanden sonst in meiner Welt haben, außer die Dinos natürlich. Da rümpfen echte Ark-Fans wahrscheinlich die Nase, denn schon das Original lebt natürlich vom Koop-Faktor, aber ich bin halt ein Kellerkind, auch wenn ich im Dachboden lebe und ich habe gern meine Ruhe. Atlas Fallen, das jüngste Spiel vom deutschen Studio Deck 13, ist bislang ein ziemlicher Flop. Gerade die internationalen Wertungen sind sehr durchschnittlich, was wohl auch mit der schwachen Vertonung in der englischen Fassung zu tun hat. Da hatten wir mit der deutschen Tonspur deutlich mehr Glück. Ich hatte jedenfalls schon 2023 viel Spaß mit Atlas Fallen, auch wenn sich mein Let's Play mit Kollege Jonas schon seit Monaten hinzieht. So ist das halt, wenn einer gerade Vater geworden ist. Aber wir sind auf der Zielgeraden und mit etwas Glück sind wir genau dann fertig, wenn Deck 13 die Enhanced Edition von Atlas Fallen veröffentlicht. Und dann können wir gleich nochmal von vorne anfangen. Naja, ich zumindest. Deck 13 will das Spiel nämlich trotz schlechter Verkaufszahlen noch nicht aufgeben und hat für dieses Jahr eine verbesserte Fassung angekündigt, die unter anderem den Spielstart überarbeitet, neue Mechaniken einbaut, die Kamera anpasst und auch noch weitere Inhalte liefern soll. Ob das reicht, um Atlas Fallen doch noch zu einem Verkaufserfolg zu machen, glaube ich zwar nicht, aber spielen will ich es auf jeden Fall nochmal. So, Hand hoch, wer von euch hat schon mal was von Carrier Command 2 gehört? Wenn nicht, sei es euch verziehen, das ist wirklich ein absoluter Nischentitel, aber ich find's geil. Vom minimalistischen Grafikstil bis zur immersiven Bedienung von der Brücke eines Flugzeugträgers aus hat dieser Mix aus Strategie und Actionspiel mich schon seit der ersten Ankündigung fasziniert. Ich hatte nur selten Zeit, Carrier Command 2 tatsächlich zu spielen. Und gerade am Anfang war es im Solo-Modus zudem auch ein sehr frustrierendes Erlebnis, zumindest im Kampf gegen die KI. Denn während man den Träger mit all seinen Funktionen und die ganzen fernsteuerbaren Einheiten zu viert im Koop durchaus gut unter Kontrolle hat, ist man allein ganz schön überfordert, während die KI eine Insel nach der nächsten erobert. Aber die Entwickler haben seit dem Release im August 2021 sehr viele Updates, Verbesserungen, neue Funktionen und sogar Inhalte veröffentlicht. Und Mods gibt's auch und deshalb will ich Carrier Command 2 dieses Jahr unbedingt nochmal spielen. Selbst wenn ich am Ende wieder verzweifelt aufgebe. Auf Kingpin Reloaded hatte ich mich auch schon seit der Ankündigung vor einigen Jahren gefreut. Das in Deutschland indizierte Original war in meiner Jugend einer meiner Lieblingsshooter und deshalb wollte ich unbedingt das Remaster spielen. Doch das, was Slipgate Ironworks da im Dezember 2023 veröffentlicht hat, war leider ein totaler Reinfall. Die Neuauflage des knallharten Ego-Shooters ist nicht nur verbuggt, sondern bringt auch optisch ein paar sehr zweifelhafte Veränderungen mit. Das Feedback auf Steam fiel dementsprechend negativ aus. Doch das Team arbeitet dran und hat auch schon erste Updates veröffentlicht. Das reicht noch lange nicht, um Kingpin Reloaded zu einer Empfehlung zu machen, aber wenn es so weitergeht, habe ich durchaus noch Hoffnung. Deshalb gebe ich dem Shooter dieses Jahr nochmal eine Chance, vorausgesetzt, die Entwickler bleiben am Ball. So, und das waren 15 Spiele, denen ich 2024 aus verschiedensten Gründen nochmal eine Chance geben will.
Ich drücke mir selbst die Daumen, dass es sich lohnt. Und ihr könnt dabei mal schreiben, welchen Spielen ihr 2024 nochmal eine Chance geben wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.